Ich freue mich ganz besonders, die Diskussionsrunde begrüßen zu können mit der wunderbar charmanten Marie Lang. Sie ist Journalistin und Moderatorin beim ORF und ich bitte dich, Marie, komm doch mal auf die Bühne. Einen fetten Applaus für dich. Marie, du bist ja bekannt am Markt, nicht nur durch den ORF und deine bekannten Sportmoderationen, aber auch ganz speziell für deinen sehr cool gestalteten Podcast, so viel ich weiß, ja, wo du Männern Frauenfragen stellst. Ja. Und was ich mitbekommen habe, wir haben uns ja vor ein, zwei Jahren schon einmal getroffen auf so einer Konferenz, eher zufälligerweise. Da war mir noch nicht bekannt, dass du so bekannt bist, ja, ist mir aber im Nachhinein und auch bei der Konferenz dann, habe ich dich ein bisschen gestalkt auf Instagram und Co., da haben wir uns connected und du hast jetzt auch ein Buch herausgebracht, ich glaube, das ist aber noch nicht allzu lange her, kann sein 6 Monate oder auch 12, doch, ja. Und ich bin sehr happy, dass du da bist, letztes Jahr haben wir es nicht geschafft, aber dafür heuer. Und vielen Dank, dass du da bist. Noch einmal kurz dein Applaus und vielleicht kannst du zu dir auch noch kurz was sagen. Ich bin es ja nicht gewohnt, in einem Mikrofon zu sprechen. Ich muss jetzt zuerst aufdrehen. Danke für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier sein zu können. Und ich möchte jetzt gar nicht mehr so viel über mich erzählen, außer dass mir eben Gleichberechtigung ein großes Herzensthema ist und vielleicht noch so viel diese Sportmoderation. Das ist etwas, was man, ja, das mache ich auch, aber das wirklich Relevante ist tatsächlich, dass ich mich für Gleichberechtigung einsetze und das Ganze begonnen hat, richtig groß zu werden, als die Corona-Pandemie losgegangen ist, weil ich da erkannt habe, was mir eh all die Jahre vorher schon sehr offensichtlich war, aber ich hatte keine Zeit, das dann irgendwie umzusetzen, nämlich, dass der Moment, wo man als Frau ein Kind bekommt, den großen Unterschied macht. Also ich hatte lange Zeit einfach das Gefühl, Einzelkämpferin zu sein, beziehungsweise wenn ich mich nur richtig stark anstrenge, dann kann ich alles schaffen und dann kann ich nämlich vor allem auch all das schaffen, was Männer schaffen können. Und in dem Moment, wo ich dann schwanger geworden bin und das erste Kind bekommen habe, habe ich gemerkt, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein Trugschluss ist und diesen Trugschluss versuche ich jetzt in gute Bahnen zu lenken und jetzt möchte ich nicht so viel reden, weil sonst kommen die anderen nicht dran. Also vielen Dank, dass ich da sein darf. Also schön, dass du da bist und schön, dass du als Marie Lang heute da bist und eben nicht als Moderatorin. Das freut mich und ganz besonders. Darf ich nur, als wir uns das erste Mal gesehen haben auf der Bühne, habe ich dich quasi belehrt, gell, weißt du es noch? Da hat er nachher nämlich einen Vortrag gehalten und hatte nur Zitate von Männern und ich habe ihm dann auf der Bühne gesagt, du, es gibt so viele großartige Frauen, großartige Denkerinnen, nimm doch mehr Frauen rein. Jetzt muss ich dich schon wieder korrigieren, es ist Marie Lang. Entschuldige. Kein alles Problem. Klar. Aber dann es steht auch auf dem Namensschild auch falsch. Also, ich hoffe, es ist nur wirklich wichtig, sonst fühle ich mich nur so halb angesprochen. Ja, passt gut. Verzeihung und ich werde dann spätestens bei der nächsten Konferenz, Mari, werden wir es dann geschafft haben. Passt gut. Dann bitte ich als nächstes in dem Fall einen Mann, wir machen es abwechselnd, den Nico Tonisch auf die Bühne, dessen wunderbaren Kinder und Familie ich heute schon fotografieren durfte. Und schön, dass auch Kinder da sind. Nico, du bist Organisationsberater und Männercoach. Du begleitest als Berater eben Organisation und aus dem Organisation- und Finanzbereich. Und bist auch der Gründer von Way to Wealth Juntos sowie Man in the Woods. Vielleicht kannst du auch ein paar Worte dazu sagen, bevor wir mit der Diskussion starten. Ja, gerne. Unglaublich schön, euch hier zu sehen und euch zu begegnen, dir zu begegnen und ein bisschen über diese Themen zu reden, die mir sehr am Herzen liegen. Hallo Sigmund. Wir, also nicht ich alleine, haben vor 10 Jahren Way to Wealth Juntos gegründet als Persönlichkeitsentwicklungsort, ein Raum, wo Menschen zusammenkommen, im Kreis sitzen und sich von ihren Talenten gegenseitig bereichern lassen. Manche sind mehr auf intellektueller Ebene im Wohlstand, andere sind auf Herzensebene, emotionalen Wohlstand, andere wieder spirituell. Und diese Bereicherung hat dazu geführt, dass wir auch diese Männer- und Frauenthemen mit dem, äh, im, im,
in einem Raum, ich habe ihn vorhin gesehen, vom Robert Papp näher betrachtet haben, das erste Mal auch getrennte Männer- und Frauengruppen haben. Und ich hätte mir nie gedacht, dass der Weg dann in die Richtung geht, dass ein paar Jahre später, also 4 Jahre nach der Gründung, dass dann ein Männerprojekt entsteht, das mittlerweile jetzt schon 6 Jahre alt ist, wo wir unterschiedliche Begleitung hatten von Fernsehteams. Gerade jetzt ist in Dreisat wieder ein Bericht gelaufen über die Arbeit, die wir da im Wald machen. Und ja, es geht darum, Männer mal abzuholen aus dieser Überforderung, diesen ständigen Funktionieren, immer in der Gesellschaft leisten zu müssen, einer gewissen Leistungssucht auch nachzugehen, abzuholen und zu sagen, halt an, stopp, wer bist du eigentlich? Wo bist du? Wo sind deine Kinder? Wie ging es dir mit deinen Eltern, mit deinem Vater, mit deiner Mutter? Und all diese Fragen, die wirken dann in diesen Tagen im Wald. Wir arbeiten auch mit Naturelementen, man kann auch sagen schamanisch, einfach mit Räuchern, Rasseln, Tanzen, Singen, um den Körper zu spüren. Und da zeigt sich eine Art von Mannsein, wie ich sie in der Gesellschaft immer vermisst habe. Und in Wirklichkeit sitzen so viele Brüder ständig neben mir und so viele Männer neben Frauen, die sich gar nicht zeigen. Ich glaube, dass es bei Frauen ganz das Gleiche ist. Und wir alle versuchen, so Masken aufrechtzuerhalten. Und mein großer Wunsch ist es, diese Masken zu helfen, runterzunehmen und zu sagen, wir sind sicher, das ist ein guter Platz, zeig dich. Und so möchte ich das auch für meine Kinder vorleben. Vielen Dank, Nico. Schön, dass du auch dabei bist. Das bleibt also spannend. Ich finde die Runde ganz interessant. Und da möchte noch eine sehr interessante Persönlichkeit dazu nehmen. Die Margit, die kennen wir ja schon. Sie war die Dame mit dem Gerald Hüther-Interview. Und da setzt sich auf meinen Platz, aber es macht nichts. Bleib einfach dort sitzen. Es ist kein Thema. Du bleibst dort sitzen, selbstverständlich. Ja. Und du bist auch du bist Innovations- und Business-Coach. Und arbeitest zurzeit bei der Firma Im Wind, ist das richtig? Ausgesprochen, ja, das ist korrekt, auch. Ja. Was mich besonders anregt hier, ist die Tanzveranstaltung Frei Bewegen und Trance Dance. Das kriege ich immer ein bisschen mit, glaube ich, auf Facebook oder LinkedIn auch. Also auch da stalke ich ein bisschen, ich gebe es zu. Ja. Und vielleicht erzählst du auch noch kurz was über dich und dann gehen wir in die Diskussion. Ja, also was mich sozusagen bewegt, hier zu sein, ist, oder auch bewegt im Vorstand von Together zu sein, ist einfach diese Empathie-Offensive, die der Klaus da sozusagen gegründet hat. Ich bin sehr lange in einem Unternehmen gewesen, das sehr männerdominiert gewesen ist oder noch immer ist im Bankenbereich und habe da halt viele dieser Nachteile, von denen wir heute schon gesprochen haben, was Frauen angeht, erlebt. Und war, muss ich ehrlicherweise gestehen, dann natürlich auch ein Stück verbittert und habe eigentlich erst durch diese Offensive, durch diese Cross-Border-Offensive begonnen, mich damit so auseinanderzusetzen, wie es denn eigentlich den Männern dabei geht. Und vor allem auch, weil ich einen Sohn habe und es mir wichtig ist, mich ein bisschen hineinzuspüren, was sind denn seine Themen. Ja, und ich bin eine sehr umtriebige Frau, muss ich auch sagen. Also ich habe einen sehr starken Business-Fokus und Business-Hintergrund, aber engagiere mich eben auch für dieses Thema und tanze leidenschaftlich gern. Und dort finde ich auch meine Lebendigkeit, diese Lebendigkeit, von dem der Herr Dr. Hüther das letzte Mal, also gerade in dem Vortrag zuvor gesprochen hat. Super, ja. Vielen Dank. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir ins Thema. Das Thema heute ist ja Gleichwertigkeit ohne Gleichmacherei. Ich habe ein paar Fragen hier bekommen, die ich versuche jetzt rauszuboxen sozusagen. Welche reale Bedeutung hat diese eventuell Unterschiedlichkeit der Geschlechter heute für Wirtschaft, Schule, Sozialsystem, Pflege, Familie, die Gesellschaft, ganz allgemein also für euch, wenn ich das so sagen darf. Ja. Was braucht es dringend, um diese Verschiedenartigkeit fair unter einen Hut zu bringen? Und ihr könnt selbstverständlich auch die Frage mit eigenen Themen noch erweitern und vielleicht auch eine Gegenfrage stellen und Fragen in den Raum stellen, weil wir auch kurz vorher gesprochen haben. Wenn es Themen gibt, die ihr euch heute angeregt habt, könnt ihr die auch natürlich gern zur Frage machen.
Und ich fange umgekehrt an, ich habe mit den Frauen begonnen und Nico, wie ist da deine Meinung dazu? Was kannst du da dazu sagen? Also die reale Bedeutung von Gleichwertigkeit in der Gesellschaft. Wichtig finde ich mal, dass das bei uns im Herzen ankommt und dann in der Gesellschaft sich zeigt als etwas, das, wie die Gesellschaft bisher war, dass es unstimmig ist, dass diese Ungleichheit überhaupt existiert, dass aus bestimmten Lebensbereichen Frauen ausgeschlossen sind und aus anderen Lebensbereichen die Männer ausgeschlossen sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Politik und Wirtschaft nehme, würde ich sagen, da kann man auf jeden Fall mehr die Stimme der Frau und die Empathie der Frau hineinholen. Und wenn es um die Kinderbetreuung geht, wenn es darum geht, die Familie zu organisieren, dass da wirklich der Mann mehr hineingeholt wird. Ich finde aber, das ist extrem schwierig, weil wir haben es über Jahrtausende so geprägt bekommen, dass es eben nicht so funktioniert, wie das die neue Gleichwertigkeit in der Vorstellung hat, dass es da wirklich eine Ebene gibt und alle, also die Männer und die Frauen, das Gleiche machen, weil wir haben ja eine unterschiedliche Biologie. Also wir Männer sind testosteronbetriebene Wesen. Und das ist was sehr Feuriges, was sehr Strebsames. Das ist, hat mit sehr viel auch Klarheit zu tun. Das Unwesentliche wird weggebrannt und man verfolgt einfach eine Mission, ein Ziel und ist da wie ein Fidschi-Pfeil dahinter. Das ist eine männliche Qualität, kann aber auch von Frauen gelebt werden. Und dann die Frauen als eher östrogenbetriebene Wesen mit einem super weiten Blick, mit einem großen Raum für die vielen feinen Details, die miteinander zusammenhängen und ein feines Netz des Lebens erschaffen, ein Beziehungsnetz, zu dem ich als testosteronbetriebenes Wesen wenig Zugang habe, aber das ich gerne mir vorstelle als ja, sehr bunt, vielfältig und ja, ich würde da gerne mehr selber erfahren, aber ich bin halt dieser in diesem männlichen Körper. Und gleichzeitig nicht nur die Biologie prägt uns, sondern auch die Biografie. Ein abwesender Vater hat auf einen kleinen Buben eine ganz andere Auswirkung als auf ein Mädchen. Weil für den Buben fehlt das Rollenvorbild. Der Bub weiß nicht, wie kann ich mich mit meiner biologischen Identität verhalten, weil der Vater ist ja nicht da. Und das Mädchen hat als Rollenvorbild die Mutter. Es sieht, aha, in der Biologie kann man so oder so sein. Und wenn ich das jetzt auf die Gesellschaft umlege, ich habe eine meiner ersten Erfahrungen in der Natur, war ein Lehrer, ein Indigener, der Mani Tonkwart, der ein Camp gehalten hat, wo es darum ging, alle Erwachsenen wollen von diesem Mani Tonkwart lernen, was die Indigenen als Kultur leben. Und er hat dann aus seinem Buch vorgelesen und gesagt, im Mittelpunkt stehen die Kinder. Als dann so die ersten Stunden vergingen und er weiter aus seinem Buch vorgelesen hat und Erfahrung geteilt hat, standen plötzlich nicht mehr im Mittelpunkt die Kinder, sondern seine Lehren. Und die Kinder waren eher störend. Wer hat sich denn dann um die Kinder gekümmert? Die Frauen. Bis nach 2-3 Tagen in dem Kreis mit dem Lehrer nur mehr die Männer drinnen gesessen sind und die Frauen haben dann draußen das Leben organisiert. Wann gibt's Essen? Was brauchen die Kinder gerade? Und das war komplett voneinander abgekoppelt. Weil da gab es das Programm des Lehrers mit den Männern, die zuhören und dann gab es die Frauen, die draußen mit den Kindern gelebt haben. Und ich habe so das Gefühl, so ist ein gutes Bild in der Gesellschaft, so ist unsere Gesellschaft auch aufgebaut, aber es braucht sehr viel Veränderung in uns, damit sich das auch in der Gesellschaft verändert. Vielen Dank für dein Statement. Ich habe mir aufgeschrieben, unterschiedliche hormonelle Grundlage, teilweise auch ungerecht, habe ich mir notiert. Aber sehr stark auch ein Rollenbild und das Biologische. Ja, wie siehst du das? Wie ist da deine Meinung zum Thema Unterschiedlichkeit der Geschlechter heute? Ich bin schon sehr gespannt. Also ich fange mal vielleicht mit dem an, wie ich mir eine geschlechtergerechte Welt vorstelle. Und zwar glaube ich, dass es an der Zeit ist, dass wir dorthin kommen, dass wir anerkennen, dass Männer und Frauen eben nicht gleich sind. Aber dass wir weggehen von patriarchalen Strukturen, die uns viele Jahrhunderte eingeredet haben, dass die männlich konnotierten Werte einfach wertvoller sind.
Und ich glaube, dass das ein Riesenproblem ist, nämlich für Männer und für Frauen, weil ich bin im Gegensatz, du hast jetzt erzählt, wie Kinder aufwachsen, Rollenvorbilder, und ich habe mir interessanterweise meinen Vater als Rollenvorbild genommen, weil ich irgendwann erkannt habe, im Innen und im Außen der Familie, dass das, was er tut, irgendwie wertvoller ist. So. Er war angesehener, er hat irgendwie mehr auf die Reihe bekommen, und das habe ich irgendwie gut gefunden. Und wer wählt denn schon den schwächeren Part als Vorbild, wenn es einen anderen auch noch gibt? Das hat mich viele Jahre ganz gut weitergebracht. Ich habe gemerkt, okay, im Job kommt man mit diesen Eigenschaften dann ganz gut weiter. Ich habe das auch nicht hinterfragt. Und spätestens, ich habe es eh vorhin schon angedeutet, in dem Moment, als ich dann schwanger geworden bin und Mutter geworden bin, hat sich das irgendwie gespießt. Also ich gemerkt, das geht irgendwie nicht mehr aus, weil ich bin kein Mann. Plötzlich sind mir die Hormone eingeschossen, plötzlich hatte ich dann so etwas wie, nennen wir es Muttergefühle oder Gefühle meinem Säugling gegenüber, und es war sehr, sehr schwer für mich. Und heute, 9 Jahre später, schließe ich das darauf zurück, dass es deswegen für mich auch so schwer war. Das war ein Grund, weil ich keine Rollenvorbilder hatte als Frau, und die ich hatte, habe ich, weil es in unserer Gesellschaft ja auch mir so vermittelt wurde, abgewertet. Das heißt, alles, was ich plötzlich gespürt habe als Notwendigkeit, weil was machst du mit einem Säugling, wenn ich da jetzt daherkomme und irgendwie die starke Frau raushängen lasse und da versuche irgendwas zu delegieren und irgendwie aggressiv oder ich weiß nicht was zu sein, wird nicht funktionieren. Das heißt, ich muss einfühlsam sein, ich muss hinspüren und sehr durchlässig sein in dem Moment am Anfang. Und das ist sich irgendwie für mich nur mehr sehr schwer ausgegangen. Und deshalb in den letzten Jahren komme ich einfach immer mehr zu dem Schluss, man merkt ja auch, der Feminismus hat sich vor allem in eine Richtung entwickelt, dass, ich sage es jetzt ganz salopp, Frauen versucht haben, wie Männer zu sein, ja, weil das die Werte sind, die uns Erfolg bringen. Du musst Karriere machen. Okay, es ist natürlich wichtig, in Führungspositionen zu kommen als Frauen, weil dort werden Entscheidungen getroffen. Und wo Entscheidungen getroffen werden, ist die Chance, dass sich auch Dinge verändern. Also wenn ich jetzt nur beschäftigt bin mit Kinderversorgen, man hat es in der Pandemie gesehen, wer hat uns die Welt erklärt? Es waren leider wieder die Männer, weil die Frauen waren beschäftigt, den Alltag, auch du hast das schön beschrieben mit den indigenen Völkern, den Alltag einfach organisiert. Da ist keine Zeit, um irgendwelche großen strukturellen Entscheidungen zu treffen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass es wichtig ist, Unterschiede anzuerkennen, und dass es vor allem wichtig ist und was unsere Welt, glaube ich, viel, viel mehr braucht. Und das sieht man auch in Zeiten wie diesen jetzt mit einem Krieg, der so nah bei uns ist, dass es diese... Und ich mag nicht gern männlich und weiblich, weil wir tragen alle, glaube ich, diese Anteile in uns. Aber ich glaube, wir wissen, nennen wir es männlich und weiblich, weil dann wissen wir, wovon wir, glaube ich, reden. Und du hast das auch gerade so schön beschrieben, was eher männlich ist und eher weiblich. Wir brauchen diese weiblichen Werte mehr. Das muss mehr an Wert bekommen, finanziell, anerkennungsmäßig und generell, es muss mehr Platz bekommen. Und ich glaube, dass Männer wie Frauen dafür kämpfen und sich einsetzen sollten, dass das eben, dass dieser Wert größer wird. Ja. Also da sprichst du mir wahrhaftig aus dem Herzen, ich sehe das auch so, dieses Krampfhafte, dass Frauen, ich habe das heute schon versucht einmal zu artikulieren, ich komme aus der IT-Branche, da gibt es ganz starke Frauenbewegungen, aber diese Frauen sind in Wirklichkeit sehr stark männerorientiert in dem, was sie tun, und dadurch sind sie auch erfolgreich, und die haben zum Teil Role Models, die eigentlich die falschen Role Models sind für mich. Und das ist unheimlich schön, heute schon öfters gehört, ja, dass es dieses Weibliche, dass es echte Weibliche benötigt und nicht dieses, ich nenne es jetzt mal sehr salopp, dieses manipulierte, ich eifere jemanden nach, damit ich dann erfolgreich bin. Also ich finde es super, dass du auch dafür stehst. Und da möchte die Frage auch gleich an dich weitergeben. Also wir hören, Unterschiedlichkeit ist da, wir sind unterschiedlich. Ich erwähne nochmal Hormone, aber es gibt auch diese Gesellschaft, die den Mann als wertvoller gemacht hat. Und so wie du sagst, das ist eigentlich auch diese Grundproblematik. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht? Wie siehst du das, Margit? Ja, also ähnliche Erfahrungen, ja, bisher. Es ist für mich ganz, auch ganz klar, warum wir jetzt sozusagen eine sehr männlich dominierte
Führungsriege haben, weil das Männliche, das ist, so wie du, Nico, auch gesagt hast, das ist straightforward, das ist schnell, das ist zielorientiert. Und natürlich bin ich auf einem Karrierepfad schneller so unterwegs, als wie wenn ich so diese weibliche Qualität habe, die sehr, sehr viel mit einbezieht, die manchmal auch zögerlich ist, weil sie ganz einfach aus unterschiedlichen Bereichen Dinge mit berücksichtigt. Das ist der Status, wo wir jetzt stehen. Und ich denke, es ist, vor allem im wirtschaftlichen Leben, sind wir mit einfach einer, nicht nur im wirtschaftlichen, aber auch mit einer sehr, sehr hohen Komplexität momentan konfrontiert. Und komplexe Probleme bedürfen komplexe Lösungen. Und zu solchen Lösungen kommt man nur, wenn man das Feld aufmacht und sehr viel mit einbezieht. Und vor allem halt auch weibliche Qualitäten mit einbezieht. Und also es ist, wenn ich da auch wieder eine Studie zitieren kann von McKinsey, die sagt, dass also in Unternehmen, in denen eben sozusagen diese Gleichberechtigung oder wo auch Frauen von oben bis nach unten bis zu einem gewissen Grad vertreten sind, die sind um 25%, kann man mal sagen, ob das stimmt oder nicht, kann man hinterfragen, wahrscheinlich überdurchschnittlich erfolgreich als wir Unternehmen, in denen das nicht der Fall ist. Und das ist für mich auch eine ganz logische Konsequenz dessen, dass man sozusagen, wenn man beide Qualitäten mit in Entscheidungen hineinnimmt, man bessere Entscheidungen treffen kann. Also da bin ich mir auch ganz sicher, ich habe mal, während du geredet hast, diesen Begriff Frauenquote geschrieben, der ja meines Erachtens eigentlich eine Frechheit ist, ja. Also krampfhaft jetzt zu sagen, da müssen jetzt drei Frauen sitzen und so weiter. Das sollte aus meiner Meinung nach irgendwie aus natürlicher Art passieren, aber wahrscheinlich braucht es auch diesen gewissen Zwang vielleicht, also das weiß ich nicht, wie ist da eure Meinung dazu? Vielleicht machen wir da noch eine kurze Runde und gehen dann, kannst gleich du auch beantworten, und wir gehen dann gleich ins Publikum über. Weil es so ein Thema ist, also ich mag das Wort Quote überhaupt nicht lesen, ja. Weil es einfach diesen negativen Beigeschmack von Zwang hat. Was ich mir gut vorstellen kann, das ist einfach Ermutigung, Förderung, Ermutigung auch sozusagen in diesem männlichen Führungsriegen Neues auszuprobieren. Also wir haben ja heute schon einmal gehört, dass man dazu neigt, diejenigen mit zu befördern oder mitzunehmen, die einem ähnlich sind. Und ich glaube, es bedarf da wirklich Mut, auch einmal was anderes auszuprobieren und vielleicht einmal auch eine Frau sozusagen mit an Bord zu nehmen, mit in die Entscheidungsstrukturen zu nehmen. Gehen wir das Mikro einfach so weiter. Ja, ich möchte anschließen, wo ich vorhin gesagt habe, dass es wichtig ist, es muss aus sich selbst herauskommen. Also jedes Verhalten, das sich im Außen manifestiert, soll aus sich kommen. Und ich bemerke schon, zum Beispiel war ich mit den Neos öfter, also mehrere Jahre lang politisch aktiv. Und wenn es darum geht, nach Kandidatinnen zu suchen, ist es wirklich schwierig, Frauen zu finden, die Bereitschaft haben, sich dorthin zu stellen, quasi bewerten zu lassen und dann vielleicht auch noch Macht zu bekommen. Und da ist so eine irgendwie ja, schwierige, es ist schwierig. Aber zwingen kann man sie auch nicht. Ja. Aber es ist lustig, ich habe mit dir draußen kurz gesprochen, es war ein ganz kurzes Gespräch, was einer meiner Synapsen also ordentlich quergelegt hat. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du zu dieser Frage auch hast. Vielleicht geben wir das Mikro auch kurz weiter. Du möchtest noch kurz was sagen, genau, bitte? Zum Abschluss. Ich glaube, auch in Unternehmen macht es keinen Sinn, mit einer Quote jemanden zu zwingen, einen bestimmten Posten, eine Rolle einzunehmen, wenn das nicht aus der eigenen Kraft herauskommt. Und wäre wirtschaftlich und unternehmerisch sicherlich schwierig und nicht gut. Jetzt bin ich sehr neugierig, weil es geht dann noch viel weiter zurück, glaube ich. Ich habe eh schon ein bisschen gespannt. Gewetzt jetzt hier am Sessel, weil ich eine ganz andere Meinung habe, glaube ich. Ich habe jetzt viel von, es wäre schön und freiwillig und es ist so schwierig gehört. Ja, das stimmt. Aber schwierig heißt nicht unlösbar. Und wir warten jetzt seit Jahrhunderten darauf, dass es von innen heraus entsteht und dass es passiert. Es passiert aber nicht. Ja. Und ich glaube, man kann diese Dinge nicht auf Individuen abwälzen, dass man halt einen guten Chef findet, der dann im Endeffekt dann sagt, ja, es ist schon wichtig. Sondern ich glaube, manche Dinge musst du strukturell im Großen einfach wirklich
festsetzen. Und da ist die Quote wichtig. Und weil es tatsächlich oft als Ausrede auch benutzt wird, na, es ist so schwierig, eine Frau zu finden auf einem Podium, weil die wollen sich halt nicht so exponieren und dann kommt halt immer das, ja, vielleicht gibt es doch wen Besseren. Dann such noch besser. Es ist schwierig. Aber ich glaube, wenn man die schwierige Hürde packt, dann muss man sich halt doppelt und dreifach und vierfach anstrengen, man wird eine Frau finden, weil es gibt sie. Und dann muss man die Frau halt vielleicht anders überzeugen als den Mann. Der Mann zeigt halt sofort auf, wenn es heißt, hast heute Zeit? Ja, klar, komme ich. Und die Frau muss halt zuerst ja einen Babysitter finden, das noch machen, weil die Realitäten anders sind von Frauen und Männern nach wie vor. Das zum einen, dass ich glaube, auf freiwilliger Basis geht's nicht. Zum anderen, ich wirke jetzt so total kämpferisch, als wäre das irgendwie so die Lösung. Die Lösung ist es, glaube ich, auch nicht. Also da gebe ich euch recht, weil ich gerade viel nachdenke über ein Beispiel, das mir zugetragen wurde, auch eine IT-Firma. Es wird gerade eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter gesucht. Es gibt BewerberInnen, eine Frau ist auch dabei. Die Firma setzt sehr auf Frauenförderung und es soll auf jeden Fall bei gleicher Qualifikation die Frau genommen werden. Jetzt ist immer die Frage, was heißt gleiche Qualifikation? Also es gibt ja keine Menschen, die genau den gleichen Lebensweg haben, auch nicht, was die Bildung betrifft und auch nicht die Arbeitserfahrung. Und in dem Fall ist es so, dass mir ein Insider sagt, der eine Mann ist einfach dreimal so qualifiziert wie die Frau und es wäre für das Unternehmen wirklich nicht gut, wenn die Frau genommen wird. Wahrscheinlich wird es aber die Frau so. Und da fängt es dann bei mir zu arbeiten an, weil ich einerseits finde, es ist wichtig, Frauen einzusetzen, auf der anderen Seite ist es halt doch nicht gut. Ich komme trotzdem, lange Rede, kurzer Sinn, zu dem Schluss, vielleicht muss man auch in dem Fall die Frau nehmen, auch wenn es fürs Team im ersten Fall schlechter ist. Jede Frau kann sich einarbeiten, jede Frau kann lernen. Und je mehr Frauen es gibt, desto mehr Vorbilder gibt es und desto mehr Frauen gibt es, die dann beim dritten Job die richtigen sind, weil sie die Qualifikationen auch haben. Wenn sie nie die Chance bekommen, weil sie einfach nie genommen werden, sind sie halt immer nur zweimal so wenig qualifiziert wie der Mann, weil sie es ja noch nie machen durften. Darum bin ich auch in dem Fall für, in dem Fall auch die Frau nehmen, auch wenn es für Unmut sorgt. Es wird, glaube ich, dann in 10 Jahren vielleicht besser werden dadurch. Und das ist der Change, finde ich, nämlich auch wirklich herzugehen, es ist ein strukturelles Problem, weil ich suche jemanden, der genau die Position so macht, wie sein Mann vielleicht vorher gemacht hat. Und da wird es halt vielleicht auch wirklich die passende Frau nicht dazu geben. Aber die Frau, die kommt, wird das ganze Gefüge weiblicher machen und dadurch wird es diverser. Und vielleicht ist genau das das Ziel. Vielleicht sollt ihr das gar nicht gleich machen. So denke ich oft drüber. Sehr interessante Diskussion, sehr spannend auch für mich. Wir können ein bisschen mitdiskutieren, was ich ja vielleicht gar nicht sollte. Aber ich gehe jetzt in die Richtung, dass wir noch einmal ins Publikum schauen. Ihr habt jetzt die einzige, ja super, da hinten haben wir schon jemand. Mikrofon ist da, die Margit. Der Thomas hat das Mikrofon, sorry. Thomas Hofstetter. Hallo. Vielleicht sagen Sie auch ganz kurz Ihren Namen und ja, ja, bitte. Ja, hallo, mein Name ist Christina Löblich. Ich muss sagen, vielleicht mache ich mich jetzt total unbeliebt und muss dann auch hinausrennen. Als überzeugte Hausfrau und Mutter sind da hier ein paar Ausdrücke gefallen, die mir in der Seele wehtun. Also wenn ich nur höre, dass in der Corona-Pandemie die Frauen haben sich nur um die Kinderbetreuung kümmern dürfen, dann stellt es mir alle Haare auf, weil das ist eine unfassbar wichtige Aufgabe. Und das ist etwas, was mir in diesen Diskussionen immer massiv fehlt. Ich bin voll dabei, gleiche Qualifikation, wer auch immer das, wie auch immer bewertet, keine Frage. Das muss gleich behandelt werden. Aber wie wir das auch vorhin schon gehört haben, es muss auch akzeptiert werden, Frauen und Männer sind anders. Und ganz am Anfang in einem der ersten Vorträge hat es geheißen, na, das wäre doch super ein verpflichtendes Karenzzeit für Männer. Na, um Gott, ich meine, insgesamt, wenn das jemand machen will, ja, es muss die Wahlmöglichkeit geben und es muss die Freiwilligkeit geben. Für meinen Mann wäre das nichts gewesen. Wir haben eine Spitzenehe, wir haben 4 Kinder und es ist super perfekt. Aber meinen Mann mit den Kindern zu Hause, das wäre nicht seins und das ist auch völlig in Ordnung. Für mich ist das völlig in Ordnung und ich finde, das muss man auch mal akzeptieren. Und es muss ganz klar sein, dass wir haben da vorhin, deshalb habe ich es auch jetzt aufgeschrieben, von wegen Anerkennung in der Gesellschaft. Und ich sehe das ganz, ganz große Problem auch darin, dass die Wertigkeit der Frau
die das Management zu Hause macht. Und ich habe 4 höchst aktive Kinder, die künstlerisch und sportlich, und ich, das ist ein Management, das geht über einiges hinaus. Ja. Dass dieses Management zu machen, das muss auch eine Wertschätzung erfahren. Und ich glaube, da haben wir ein Problem, dass wir eine Gesellschaft hatten, wo sie richtig, oder Entschuldigung, du richtig gesagt hast, die Arbeit des Mannes hat mehr Wertschätzung erfahren. Und da haben schon viele Probleme begonnen. Dass es nicht wertgeschätzt wurde, die Mutter oder der Vater, ja, ein Elternteil zu Hause, bei den Kindern, für die Kinder. Wir erleben, ich bin seit vielen, vielen Jahren Obfrau von Elternvereinen aus 2 verschiedenen Schulen gewesen, wir erleben ein ganz massives Familienproblem. Und wir sehen immer mehr, dass die Kinder niemanden mehr zu Hause haben. Warum? Weil die Frau zu Hause ist nichts wert. Oder auch der Mann, aber ja, das ist halt, ich bin halt Mutter aus tiefster Seele, ja. Und da sehe ich einfach eine große Problematik, dass das nicht wahrgenommen wird und nicht auch wertgeschätzt wird. Nicht, dass ich jetzt sage, alle Mütter sollen, alle Frauen sollen zu Hause bleiben, um Gottes Willen. Aber die Wahlfreiheit muss in jede Richtung gehen. Das wäre mir ganz wichtig. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht rauslaufen. Sie werden natürlich nicht rausgehen. Ich wäre ja überhaupt für einen Gehalt für Frauen, die auch zu Hause auf die Kinder aufpassen. Ich finde das schon sehr unseriös, dass man für Arbeit nicht bezahlt wird und eigentlich die eigentliche, wirkliche Arbeit macht, nämlich die nächste Generation zu erziehen. Das müsste eigentlich doppelt bezahlt werden. Aber ich spüre schon, du möchtest hier antworten. Es betrifft ja auch dich und deine Aussage, glaube ich. Und vielleicht tauscht ihr euch dann noch ganz kurz aus. Was sagst du dazu? Also ich finde es großartig, wenn man einen Vollzeitjob macht zu Hause mit 4 Kindern, also das einmal wirklich anerkennend. Ich glaube aber, dass wir da vielleicht auch weggehen sollten von der Diskussion Mann-Frau, sondern von Eltern sprechen sollten. Also das ist etwas, was mir total fehlt. Super. In der gesamten Diskussion, auch in der Politik, es wird immer davon gesprochen, Kinderbetreuungseinrichtungen ausbauen, damit die Frauen arbeiten gehen können. Ja, natürlich sind Frauen auch Mütter, aber Männer sind auch Väter und die werden einfach immer ausgeklammert. Und das ist einerseits unfair den Frauen gegenüber, weil ich bin auch nur zu 50% Mutter, es gibt einen Vater. Und den Männern gegenüber auch unfair, weil die kommen einfach nicht vor. Also das ist auch der Grund, warum ich meinen Podcast Frauenfragen begonnen habe. Zum einen natürlich, um über das Thema Gleichberechtigung und Feminismus ein bisschen mit Humor zu sprechen, weil wir lachen dann auch immer wieder. Aber auf der anderen Seite auch, um Männer mal über all diese Themen in der Öffentlichkeit reden zu lassen. Man hört doch nie Männer, die davon erzählen, wie es ist, Vater zu sein. Ob es denn für dich schwierig ist, Karriere und Kinder zu vereinbaren. Warum werden Männer das nicht gefragt? Das ist ja automatisch so, weil die mit den Kindern eh nichts zu tun haben. Und ich finde auch, es sollte sich jeder und jede aussuchen dürfen. Und ich bin trotzdem für eine verpflichtende Väterkarenz, weil es gibt ja quasi auch eine verpflichtende Mütterkarenz. Und das kann man sich ja dann finanziell lösen. Dann gibt es halt kein Kinderbetreuungsgeld, wenn der Mann sagt, ich kann mit dem nichts anfangen. Aber er hat auch ein Kind gezeugt. Und darum finde ich, sollten wir, was Kinder betrifft, von Eltern sprechen und nicht von Frauen und Müttern. Weil das ist nur eine Hälfte und die andere fehlt. Ja, ich sehe es auch ganz genauso. Und möchte aber auch sagen, ich könnte hier nicht sitzen, wenn da drüben bei den Kindern nicht die Mütter sitzen. Also wir haben ein komplexes Familienmodell. Die Mama von meinem ersten Sohn sitzt hier, die Mama von meiner kleinsten Tochter sitzt hier und sie hat auch noch ihre Tochter. Und wenn sie das nicht machen würden, könnte ich hier nicht sein. Und das braucht beides, aber ich möchte auch bei den Kindern sein und ich möchte mit den Kindern die Hälfte, auch wie du sagst, das ist so ein Gradmesser für mich, ich möchte meine Zeit mit ihnen verbringen, weil die Wunde vom abwesenden Vater, ich merke das immer wieder in meinen Runden, das ist die schwerste Wunde in der Persönlichkeit von den Menschen, denen ich begegne. Nicht nur Männer, auch Frauen. Diese Suche nach ständiger Sicherheit, wo ist er denn, der Vater? Beim Sohn die Suche nach der ständigen Orientierung. Und darum bin ich so klar, dass ich auch sage, bei beiden Kindern bin ich ein Jahr zu Hause geblieben, egal ob mir Geld gegeben wird dafür oder nicht, oder ob es genug ist oder nicht. Und ich hatte aber dann auch mit beiden Müttern das Thema, warum soll ich denn so früh wieder arbeiten gehen, nur damit du zu Hause bleiben kannst?
und den Wunsch, selber zu Hause zu bleiben bei den Kindern. Und ich merke, es ist wirklich schwierig gewesen in der Beziehung, diesem Thema, diesen Wunsch von mir zu entsprechen und zu sagen, ich will Vater sein. Und selbst vom Standesamt, wo es darum ging, gemeinsame Obsorge fürs Kind zu haben, wenn man nicht verheiratet ist, haben mir zwei Standesbeamte gesagt, wir dürfen ihnen nicht sagen, dass das rechtlich notwendig ist. Im Moment dürfen nur die Mütter entscheiden, aber sie können sie ja fragen, ob sie auch Rechte bekommen. Und das hat wehgetan. Es wäre mir nur ganz wichtig, nur weil ein Mann dieses Bedürfnis nicht hat, ist er nicht ein schlechterer Vater. Nein. Und das ist mir wirklich ganz wichtig anzumerken. Mein Vater war, ich meine, ich bin 50, also kann man sich ausrechnen, der war wirklich wenig zu Hause, aber die Zeit, die er zu Hause war, die war er voll bei uns. Und vielleicht habe ich sogar die bessere Beziehung zu meinem Vater als zu meiner Mutter. Und das war zu Zeiten, wo die Väter wirklich nicht da waren. Also das wäre mir nur ganz, ganz wichtig, weil das kommt immer wieder so rüber. Die Väter, die das nicht brauchen oder nicht fühlen, dass sie sagen, ich muss jetzt mit den kleinen Kindern, mit den Säuglingen, was auch immer zusammen sein, wie das bei meinem Mann halt war und was ich völlig in Ordnung finde, der ist nicht ein schlechterer Vater deshalb. Das wäre mir ganz wichtig. So, und jetzt sage ich nichts mehr. Die Frage ist nur, was machen wir mit den Müttern, die auch nicht das Bedürfnis haben? Es entscheiden sich immer zwei, ein Kind zu bekommen. Das wollte ich auch fragen. Es kriegt ja nicht nur einer ein Kind. Also wie kann man mit einem Mann ein Kind bekommen, der sagt, eigentlich interessiert mich das nicht? Naja. Bei einem Mann wird es halt verziehen, bei einer Frau ist es immer, oh Gott, wie kann man nur als Frau? Ja, also was mir ein Bedürfnis auch einmal ist, das ist anzusprechen, dass es natürlich einerseits, sagen wir mal so, Fähigkeiten gibt, die Frauen viel möglicherweise besser in der Familie einbringen und Fähigkeiten gibt, die Männer besser in die Familie einbringen, weil ich denke, also ein Junge, der ohne Vater aufwächst, so wie du das gesagt hast, dem fehlt etwas. Worum es mir geht, das ist um das, was dazwischen ist, um das, was geschlechtsneutral ist. Es gibt einfach irrsinnig viel an Managementarbeit, also, und ich verstehe das, das ist ein Vollzeitjob, die geschlechtsneutral ausgeführt werden kann. Und da ist für mich sozusagen wichtig, das auch einmal aufzuzeigen. Das ist unbezahlte Arbeit, das ist Care-Arbeit. Da gehört dazu, den Geburtstag von den Kindern zu organisieren, den Nikolausstiefel zu befüllen, das Rezept für das Läusemittel. Ich frage mich zum Beispiel jetzt für alle, die so Kinder in dem Alter zwischen 6 oder zwischen 5 und 14 haben, wer von euch in der Familie kennt denn die Kleidergröße der Kinder? Ja, also es sind schon einige Männer und wer geht mit den Kindern Kleidung einkaufen? Oh, auch, ja, und ich glaube, darum geht es. Es geht darum, diese Arbeit einfach auch sichtbar zu machen, wertzuschätzen und dann in einer Form, die sicherlich in jeder Familie individuell ist, auch aufzuteilen. Wir haben noch eine Frage im Publikum. Ja. Wir haben zwei. Vorne ist dann auch eine Dame, die dazu was sagen will. Marie, maybe I say my question in English. You mentioned 50% mother, right? I'm just trying to understand, maybe because of the language I did not get you. In my memory, my mother was 100% mother. And I never questioned, and I still don't question. She was very valuable to me and for the whole society. So for me, it's really difficult to understand. Maybe you can explain what you meant by this 50% motherhood, or your 50% mother. Gute Frage. Danke. Like the society we live in, and also maybe the culture you grew up in, is women are responsible for the children, for everything they need, food, love, clothes, whatever. And men are responsible for earning money and feeding the family.
And I think this should be questioned because we live in a society where women have fought for their rights, and there have been times where we had to ask our husbands if we are allowed to work, and we were not allowed to vote, and so on. And I think society is changing, and so I'm saying maybe also the role of men should change in order when they decide to become a father, maybe they should think about what does this mean for me as a man? Is it only my semen that I give to the woman and then a child is born and that's enough? And I give, I'm exaggerating, please, it's not like really, I'm not saying all men are like this, but maybe I have more values inside of me in consideration with my children than just buying presents, buying food and being there in the evening to say goodnight. Wollt ihr da auch noch was dazu sagen? Bitte. I would like to add, maybe it's a misunderstanding in the calculation. We need 100% mothers and 100% fathers. Wir haben noch eine Frage im Publikum. Ich bin der Felix und ich habe eigentlich keine Frage, ich habe nur eine Feststellung oder Beobachtung. Meine Eltern haben mir erzählt, dass damals, wenn ein Mann den Kinderwagen geschoben hat, dass das irgendwie ein komisches Gefühl war, eben einen Mann und einen Kinderwagen zu sehen. Ja? Und ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg, weil es hat sich das Vaterbild schon in den letzten Jahrzehnten sehr verändert zum Vorteil. Also ich habe zwei kleine Kinder, bin mit Geschwisterwagen herumgefahren. Es sind mir alle Türen aufgegangen und jeder hat mich angelächelt, super, ein Vater, der sich um seine Kinder kümmert. Ja? Also es hat sich einfach viel verändert, das muss man auch dazu sagen. Und ich glaube, insgesamt sind wir auf einem guten Weg und einer Entwicklung, die wir Gott sei Dank nicht aufhalten können und wo dann irgendwann einmal dieses Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen überall sein wird. Das ist meine Hoffnung und auch meine Gewissheit. Danke. Macht man die Margit vorher, bitte. Ja, ganz kurz. Man hat mir ja gesagt, ich soll hier ein bisschen Unruhe reinbringen, sonst wird es zu langweilig, wenn alle der gleichen Meinung sind. Ich möchte da nur noch ganz kurz anmerken, ich finde das auch großartig, dass sich dieses Vaterbild und Männerbild auch ändert. Ich habe nur noch nie gehört, eine Frau mit dem Kinderwagen, war super, wie sich die Frau um ihre Kinder kümmert. Und ich habe leider auch noch nie gehört, eine Frau, die Managerin ist und irgendwie total alles schupft, war super, wie sich diese Frau die Karriereleiter hochgearbeitet hat. Das ist leider bei den Frauen immer umgekehrt. Das würde ich hinterfragen wollen. Margit, du hast noch sehr wenig gesagt, vielleicht noch ganz kurz und dann kommen wir noch mal zur Frage. Vielleicht. Ich bin die Nicole noch. Und genau. Ich würde gern was hinzufügen, aus einer feministischen Perspektive vielleicht, dass ein Grundproblem in unserer Gesellschaft sein könnte, die bürgerliche Kernfamilie, Vater, Mutter, Kind, ja, und das in diesem Umfeld einfach so viel an Problemen entstehen. Und ich habe eine Vision von Zusammenleben in kleineren Gemeinschaften oder größeren, wo die Alten ihren Platz haben und auf die Kinder schauen, wo Mütter gemeinsam die Kinder versorgen oder Väter und man sich unterstützt und nicht die Frau dann um 17 Uhr nach dem Einkaufen allein nach Hause geht, schon müde ist und allein das Kind niederlegt, dann kommt der Mann nach Hause um 7 und es geht nichts mehr, weil beide fertig sind. Ja? Und in einer Gemeinschaft ist das, glaube ich, würde das ganz anders laufen. Das ist meine Vision. Danke. Ja, ich glaube, das ist so eine Vision, die an das anknüpft, wie wir vielleicht vor Hunderten von Jahren gelebt haben, zumindest im ländlichen Gebiet, einfach mit Großfamilien. Ich glaube, dass wir wirklich auch da vor einem großen Problem stehen, nicht nur in den Kernfamilien, sondern es gibt immer unterschiedlichere Varianten an Familiensystemen. Auch sehr viele Frauen, die Kinder alleine erziehen. Und ich glaube, gerade dort ist es wichtig, dass wir das, was gemacht wird, sowohl an beruflicher Arbeit
als auch an dieser Care-Arbeit, dass das einfach einmal ins Bewusstsein gebracht wird, dass das wertvoll ist, dass das wertgeschätzt wird. Und ich glaube, das ist etwas, das bei jedem Einzelnen beginnen sollte. Darum habe ich auch jetzt diese Fragen gestellt. Also fragen Sie sich einmal, was da wirklich alles getan wird, so einen ganzen Tag. Und dann können wir vielleicht, oder ich wünsche es mir auf gesellschaftlicher Ebene, dass das nicht nur wertgeschätzt wird, sondern dass das auch in Geldwert ausgedrückt wird, irgendwann einmal diese Arbeit. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, ich habe gestern die Zahl gelesen, dass das in etwa 108 Milliarden, nein, kann nicht sein, aber dass es eine immense Summe ist, die eben jährlich an dieser Care-Arbeit geleistet wird. Und das klarerweise, weil da auch die gesamte Kindererziehung hineinfällt, Frauen um 12,5 Stunden in der Woche mehr an dieser Care-Arbeit leisten. Und das finde ich gut so. Ich finde es weniger gut, dass diese Care-Arbeit einfach unbezahlt ist. Und mit dem Unbezahlten eben auch etwas wegfällt, das in dieser Gesellschaft sehr wichtig ist, nämlich diese Wertschätzung. Lustig, ja. Wertschätzung habe ich dreimal mir schon aufgeschrieben, schon dreimal wieder gelöscht, weil ich schreibe mir immer was dazwischen auf. Ja. Vielleicht antwortest du auch kurz, dich juckt es ja die ganze Zeit, man spürt es ja, das ist ja sehr, sehr schön, finde ich, und ist aktiv. Ich würde dann aber noch einmal die Frage ins Publikum geben und vielleicht kannst du dann nochmal reflektieren und dann kommen wir schon langsam zum Schluss, weil wir dann schon am Ende der Diskussion sind, leider. Nico, bitte. Nachdem so viele Fragen und Antworten kommen, möchte ich mal kurz jeden einladen, der möchte, die Augen zu schließen und zwei, drei tiefe Atemzüge zu nehmen. Ja, und mir als Mensch möchte ich sagen, gibt das extrem viel, wenn ich so da hinten meine Tochter Papa, Papa, Papa sagen höre. Aber wenn ich 14 Stunden täglich mit Care-Arbeit, unbezahlter Care-Arbeit beschäftigt bin, um 7 Uhr steht sie auf, um 9 Uhr geht sie schlafen, dazwischen gibt es emotionale Pflege, körperliche Pflege, Essen machen und so weiter, dann habe ich auch irgendwann genug davon. Ich liebe es, mit den Kindern zu sein und es war eine richtige Erholung, irgendwann mal wieder arbeiten zu gehen, nachdem das erste Jahr Karenz aus war. Aber ich habe die Arbeit der Frauen, die das üblicherweise übernehmen, so wertschätzen gelernt. Bin so dankbar für meine Mutter, bin so dankbar für die Großmütter, die Oma von der Kleinsten. Meine Mutter schaut jetzt zweimal die Woche auf sie. Das ist alles unbezahlt und ich wünsche mir einfach mehr Männer und mehr Väter in dieser Arbeit, damit auch die Frauen einer möglichen Leidenschaft nachgehen können. Ich möchte nur erzählen von diesem wunderbaren Gefühl, beruflich, intellektuell eigener Selbstentfaltung nachzugehen, sich selbst zu entdecken, nicht nur Mutter zu sein, sondern man selbst zu sein und das eigene Selbst in die Welt hinauszutragen und dadurch vielleicht auch eine schönere Welt zu kreieren. Schöne Vision mit dieser Gemeinschaft. Danke. Wunderschön. Ja. Wobei es halt schon auch für manche Mütter so ist, wie für dich, dass sie ihre Mutterliebe, bitte? Deinen Beruf eben, und dass das die Gestaltung ist für die Gesellschaft und dass das so viel ist und reicht und befriedigt und glücklich macht im Herzen. Manche Frauen haben das Bedürfnis nicht, rauszugehen und zu gestalten. Es ist ihre Gestaltung. Ja. Ja, vielen Dank. Wir müssen jetzt dann auf die Schlussrunde kommen. Es sind jetzt ganz viele Hände oben. Ich würde vorschlagen, da war vorher noch jemand da, ja, und wir reden dann in der Pause noch einmal drüber. Und die Kollegen und Kolleginnen sind ja auch nachher noch da. Oder musst du dann weg? Du musst dann, ja, genau. Ja, ich habe mir es gedacht, ja. Also eine Frage nehmen wir noch, der Herr war vorher dran. Es ist nicht wirklich eine Frage. Also zuerst einmal toll dieses Symposium, ich bin froh, dass es so etwas gibt. Wunderbare Statistiken heute gehört, tolle Vorträge gehört und ich schließe mich mit einer Geschichte kurz an. Ich war
ich bin 66, zwei Ehen, Kinder, eines nicht meines, da sind auch schon Enkelkinder, Wunschschwiegersohn etc. etc. Ich war circa viele Jahre selbstständig, habe einen Gewerbeschein zurückgelegt, habe ein bisschen Gespartes gehabt und bin zwei Jahre zu Hause gewesen als der Mann, der zu Hause beim Kind ist und die Frau unterstützt in ihrer Selbstständigkeit. Das Geschäft hergerichtet, Marketing gemacht und zu Hause die totale Doppelrolle übernommen. Also den Mann und die Mutter. Die Frau war jetzt ganze Wochen in Wien, ich draußen im Waldviertel beim Kind, in die Schule gegangen, Läuse etc. etc. Bügelt, Vorhänge abgenommen, Fenster putzt, kocht, einkauft, was noch hergegangen ist. Und nach zwei Jahren, und jetzt komme ich auf diese Thematik Gerechtigkeit und Gleichwertigkeit. Dann kommt auf einmal dann der Vorwurf, ich habe die ja unterhalten. Die Frau hat dementsprechend mehr verdient, weil ich habe nur von meinen Ersparten gelebt. Das war für mich der erste Moment, okay, irgendwo müssen wir noch einmal uns hinsetzen, auf die Gleichwertigkeit achten. Wir haben das heute gehört und da stimme ich hundertprozentig zu. Die Männer verstehen es nicht, was das für ein harter Job den ganzen Tag ist, 24 Stunden, Windel wechseln und so weiter, was das wirklich für ein Job ist, der gehört bezahlt. Aber wenn wir es Männer machen, entschuldigen, bin ich wegen denen jetzt ein Lulu und kriege nichts dafür? Und kriege dann vielleicht noch von der Frau das Thema, hey, ich habe dich ja unterhalten. Das war eine harte Nummer für mich, ich habe meinen Beitrag geleistet. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Bin neugierig, ob sie was ändert. Vielen, vielen Dank. Irgendwann juckt daneben hier noch, ja. Marie. Ich möchte noch ganz kurz Marie. Was dazu sagen. Danke für dieses Beispiel. Ich glaube, dass das sehr gut aufzeigt, wo die Problematik liegt. Nämlich, als Sie oder du beschrieben hast, auch ihr putzt, kocht, Vorhänge. Das ist keine Arbeit, die Spaß macht. Die Frage ist, warum macht es keinen Spaß? Vielleicht auch, weil es keinen Wert hat. Weil man das halt so schnell daneben macht. Aber in Wirklichkeit, und da schaue ich jetzt wieder in deine Richtung, kann man das mit Freude machen? Ich glaube, nein, ja, das glaube ich dir zu 100%. Und es könnte auch Freude machen, wenn es einen Wert bekommen würde, wenn du davon leben kannst. Und deswegen glaube ich, muss die Politik da ansetzen und sagen, man kann doch nicht die, also Menschen, die für die Zukunft arbeiten, nämlich die Kinder sind unsere Zukunft, die sich dafür einsetzen, dass die Kinder eben nicht abgeschoben werden, 12 Stunden am Tag in irgendeine Einrichtung, wo man jetzt auch mitkriegt, ich bin keine Befürworterin des französischen Modells, weil ich glaube auch nicht, dass das der Weg ist, hakeln und die Kinder dann irgendwo abschieben. Aber es kann auch nicht sein, dass es nur die Frauen sind, die sich kümmern, weil es halt immer schon so war. Es braucht einen Weg, dass wir in die Zukunft investieren und sagen, die Menschen, die zu Hause oder in kleinen Einrichtungen, was auch immer, sich für das Leben einsetzen, tagtäglich, was so wichtig, was haben wir gesehen in der Corona-Pandemie? Was tun wir, wenn es diese Menschen nicht mehr gibt? Was machen wir mit unserem Alltag? Das ist ja das Leben. Und wir tun immer so, als wäre alles andere so viel wichtiger. Und Familie ist, at the end of the day, kommt man dann immer drauf, das Wichtigste von allen, weil die Karrieremänner sagen dann am Sterbebett, naja, das, was ich bereue, ist schon, hätte ich mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht. Das kriegst du nie wieder. Und da muss die Politik und auch die Struktur ansetzen. Bravo. Super. Das war ein schönes... Aber das müssen wir dann woanders noch einmal deutlicher sagen, weil ich glaube, hier ist es eh klar, dass das so wichtig ist. Deswegen gibt es ja auch solche schönen Podcasts und Bücher, die man ja auch kaufen und zuhören kann. Das war dein Schlusswort, würde ich sagen. Wir sind über der Zeit. Ich möchte aber euch auch die Möglichkeit noch einmal geben, ein Schlusswort zu geben. Bitte ganz kurz, weil wir sind schon über die Zeit, aber was ist euer Schlussstatement dazu? Ja, danke, dass wir alle dieses Symposium hier ermöglicht haben, vor allem Klaus und Team und alle, die hier mit kreieren. Das wünsche ich mir, dass wir das in die Welt hinaustragen. Ja, und ich möchte eigentlich auch nur ganz kurz sagen, ich glaube, wir schaffen das. Mit diesen Worten bedanke ich mich bei euch. Es war sehr schön, euch auch auf der Bühne gehabt zu haben, vor allem aber, dass ihr da wart. Herzlich, lieb, authentisch, ehrlich und dass wir diesem Thema einfach die Bühne gegeben haben quasi. Und dass ihr euch bis jetzt auch Zeit gegeben hast. Und liebe Grüße an deine Kinder. Ich kenne sie zwar nicht, aber die werden sich schon freuen, wenn die Mama heimkommt. Und ich bedanke mich auch beim Publikum für die Fragen und dass sie so interaktiv mitgemacht haben. Und damit beschließe ich die Podiumsdiskussion und das ist euer Applaus. Applaus
Und so wie es sein soll, gibt es auch Kunst für euch vom Klaus entsprechend überreicht. Ja, jo, wir müssen zuordnen, ja, ja. Wer was kriegt. Das sind ja alles persönlich Ausgewählte. Ich fange mal mit meinem Geschlechtsgenossen Nico an. Du hast ja dieses Bild ausgesucht. Miteinander. Let's do it. Danke. Signora, sie hat sich zwar dieses Bild ausgesucht, um es einer wohltätigen Institution zu spenden. Herzlichen Dank. Wir haben das Neunerhaus ausgewählt. Es ist eine Obdachlosenorganisation, wie manche wissen. Und dort ist Farbe wahrscheinlich dringend gebraucht. Also, dieses Bild hat von mir einen Namen bekommen. Warte mal kurz, wo steht er? Innenschau. Ja, kann man sehen, ne? Vielen Dank. Ich werde es weitergeben. Verlässlich. Und jetzt kommt noch meine liebe Margit dran. Die Margit hat sich dieses Bild ausgesucht. Und dieses Bild habe ich, wie genannt? Weißt du es noch? Crossover. Ah, Cross. Deswegen steht es nicht drauf. Weil es ja selbstverständlich ist. So, danke. Danke, dass du für deine Mitarbeit und Crossover. Ich werde in meinem Vortrag, den ich demnächst halten werde, auch aufs Malen eingehen. Ganz am Rande. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das ist aber schon schön, ne? Ja, super. Aber es wird einen schönen Platz finden. Danke. Alles Gute. Vielen Dank. Euer Applaus.